Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin hier ein bisschen im Aufräumen und Putzfieber wieder. Im Moment saugt der Staubsauger hier. Ich habe ihn jetzt nur eben ausgemacht, um das Video drehen zu können mit euch. Weil sonst ist er so laut, der Staubsauger. Ich habe schon das Badezimmer geputzt, ich habe schon das Sofa fertig gemacht. Ihr wisst, wir schlafen auf dem Sofa und ich habe schon die ganzen Decken drauf gemacht, also weggemacht, die Schlafdecken und die Dekodecken da drauf gemacht. Und jetzt mache ich gerade ein kleines Päuschen und trinke meinen Shake. Und direkt am Anfang eine Frage. Ich filme gerade mit dem anderen Handy und ich hatte schon mal den Mikrofontest gemacht. Und ich glaube, auf dem Handy hört man einen Unterschied. Also ich stecke es jetzt mal rein und ihr schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr das findet, den Ton. So, es ist jetzt drin. Ich glaube, jetzt raschelt es ganz stark, weil ich das Kabel hier noch verwursten muss. So, jetzt ist das Mikrofon drin und ich würde gerne wissen, ob der Ton jetzt besser ist. Denn für Daily Vlogs sage ich euch nochmal, ich filme sie mit dem Handy. Jeden Tag hier 4 Stunden Videos schneiden, das ist selbst, obwohl ich zurzeit nicht arbeiten gehe, nicht machbar. So, deswegen mit dem Handy. Das war Smurfy. Der ist gerade auf dem Tisch und der liebt diese Taschentücherboxen zu zerstören. Ja, ich benutze sie dann trotzdem, die Taschentücher, auch wenn die so aussehen. Egal. Hat er Anschiss bekommen. Ich blende euch mal ein Bild ein, wie er dann guckt, wenn er Anschiss bekommen hat. Ja, da kann man ihm echt nicht lange böse sein, aber es nutzt ja nichts. Immer wieder konsequent sein. Der ist mitten in der Pubertät gerade. Und ach so, während ich hier frühstücke, deswegen filme ich auch mit dem anderen Handy, weil ich auf diesem Handy die Amazon-Bestellung mache. So, ich zeige euch, was ich mir bestellen möchte. Kann ich das zeigen? Nicht, dass der dabei weiß, was zeigt meine Kontoadresse oder so. Das ist einmal ein Ersatzmesser für den Rasenmäher. Das ist sogar gerade im Sale, weil wir haben so ein uralt Rasenmäher. Der hat nur 32 cm Schnittbreite. Aber für uns reicht das echt aus. Also meistens mähe ich ja und der ist so schön leicht, der Rasenmäher. Und wir haben ja so viel Rasen, haben wir ja nicht. Und bevor ich jetzt einen neuen Rasenmäher kaufe für 200 Euro oder so, wollten wir erstmal versuchen, das Messer zu holen. Dann haben wir ja hier diese Tischdecke, die habe ich ja jetzt kürzlich erst draufgelegt und die ist mir zu unruhig. Weil jetzt haben wir hier schön quasi eine ruhige Fläche auf dem Sofa, die hellen Decken. Die Kissenbezüge, diese grünen da, warte, wie kann ich mir da zeigen, seitenverkehrt? Die grünen Kissenbezüge sind neu. Die sind von Action und jetzt ist mir das zu unruhig. Und jetzt habe ich überlegt, so eine Tischdecke. Ich zeige euch die. Die ist nämlich auch abwaschbar, aber die ist dann so mit Spitze. Und also auch PVC, aber halt weiß, was ja ein bisschen schöner aussieht und heller und freundlicher vielleicht hier in diesem dunklen Zimmer, weil wir halt auch diese dunklen Möbel haben. Allerdings, wenn das Löcher ja sind, diese Spitze, dann sieht man den Tisch dadurch. Der ist ja so archirustikal. Aber eine ganz weiße Tischdecke ist mir zu... Ja, wenn die so uni ist, da siehst du ja wirklich jeden Fleck drauf. Ne? Das ist hier auch ganz praktisch. Ich meine, ich putze da schon regelmäßig drüber, aber... Ja, wenn man da so jeden Flecken drauf sieht, das stört mich dann schon. Deswegen habe ich gedacht, die ist hier so ein bisschen aufgelockert durch die Löcher und die Spitze. Aber halt trotzdem abwaschbar. Das ist sehr wichtig bei uns, dass sie abwaschbar ist, weil wir sehr viel rumsauen beim Essen und so. Und dann muss ich noch unbedingt, ich hatte euch mein Sieb von meiner Oma, dieses Emaille-Sieb gezeigt. Dass das so Löcher hat, also rostet oder wie auch immer, dass die Emaille abgeht. Und mir wurde in die Kommentare geschrieben, vielen Dank für eure zahlreichen Tipps erstmal. Und auf jeden Fall der Tipp, der mir am besten gefallen hat, war, dass es dieses Reparaturzeug-Dingsbums gibt. Das möchte ich jetzt bestellen. Das kostet 5 Euro. 5,75 Euro.
Und damit kann ich das Sieb reparieren. Es wurde unter anderem auch gesagt, man könnte da halt auch Pflanzen reinmachen und so. Das fand ich auch eine schöne Idee. Allerdings, wenn die dann immer draußen sind, also oder immer draußen ist, dieses Sieb, habe ich Angst, dass es komplett durchrostet, halt durch Regen und Gießen und so. Und deswegen ist das keine Option. Wenn das mit diesem Reparaturdings nicht funktioniert, dann nehme ich es einfach als Obstkorb weiterhin. Und in der Badewanne haben wir auch einen, so einen Fleck, da ist auch die Emaille ab. Das war aber schon, als wir hier eingezogen sind. Das steht sogar so im Mietvertrag drin, dass wir das halt nicht waren. Das war schon. Und da wollte ich das dann auch drüber machen, dass dieser dunkle Fleck weg ist in der Badewanne. Das wollte ich bestellen. Und ich würde mir am liebsten Stifte bestellen für die Steine, die ich immer bemale. Das habe ich euch mehrfach schon gezeigt, dass ich das gerne mache. Und ich mache das mit Acrylfarbe, Pinsel und halt flüssige Farbe. So, ich habe da so eine Palette und dann mache ich da so mit dem, quetsche ich da so ein bisschen Farbe drauf und dann mit dem Pinsel. Aber mit Stiften, es gibt ja auch Acrylstiften, kann man viel schöner feine Linien malen, zeichnen. Und deswegen würde ich mir gerne Acrylstifte bestellen. Ich weiß allerdings nicht, welche, denn manchmal sind die Stifte anscheinend so, wenn man sie dann versiegelt, die Steine, dass sie dann doch verlaufen. Deswegen muss ich mich erst nochmal informieren, welche Stifte das genau sind. Weil wenn ich da so eine Stunde an so einem Stein mal und die dann verlaufen wird, fände ich das echt schade. Apropos Steine, ich hatte ja Steine verlost oder einen Stein verlost und die Sabine P., die hatte ich im letzten Video angesprochen, die hat sich gemeldet und ich werde den Stein nachher verpacken und auf die Reise schicken. Und ich habe mir überlegt, ich packe zwei Steine ein, weil ich nicht so genau deinen Geschmack kenne. Deswegen habe ich zwei verschiedene und ja, schicke die nachher auf die Reise. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß damit. So, ich werde mir jetzt die Haare schneiden, selber die Haare schneiden. Also eigentlich schneide ich mir nur die Spitzen und das mache ich fast immer selber. Ich gehe nur so einmal im Jahr zum Friseur, um das so wirklich gerade machen zu lassen. So, aber das geht. Also ich mache das immer selber fast, wie gesagt. Und guck, die sind jetzt nicht sonderlich schief, die Haare. Das ist halt auch, weil ich diese Wellen habe, dann müssen die nicht so 1A gerade sein. Mir diese Scheren hier neu bestellt, die habe ich euch schon mal gezeigt. Und hauptsächlich habe ich die bestellt für diese Evalier-Schere, aber ich benutze jetzt die. Da ich auch nicht so dicke Haare habe, ist es wirklich mehr als einfach, sag ich euch. Wenn ich jetzt dicke Haare hätte, weiß ich nicht, ob ich das machen würde. So, weil wenn die so zippelig werden, ich hasse das, wenn ich die kämme und die sind dann so, wenn die nicht durchgehen. Ich teile da auch nicht groß was ab. Für meine Bedürfnisse reicht das. Ich bin da recht schmerzfrei. Wenn ich jetzt allerdings neu so einen Kurzhaarschnitt oder so haben wollen würde, dann würde ich auch zum Friseur gehen. Aber so ein bisschen Spitzen schneiden und Stufen rein, das mache ich so Pi mal Daumen. So. Zack. Und auch meine Strähnchen mache ich auch immer selber, die blonden. Auch wenn es jetzt nicht so 1A ist, für mich reicht's. Also wenn ich zum Friseur gehe und mir da die Haare färben lasse, die machen das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und dann kostet das, keine Ahnung, 100, 150 Euro. So, wenn ich das selber mache, dann entspricht das eher meinen Vorstellungen als der Friseur. Und wenn doch nicht, dann habe ich aber wenigstens keine 150 Euro dafür bezahlt. Wisst ihr, wie ich das meine? Ich mag das nicht, wenn die so ganz, ganz gerade sind, die Strähnchen. Ich mag das, wenn die so ungleichmäßig sind. Ja, deswegen mache ich das selber.
Wenn ich dann was zu meckern habe, dann kann ich mit mir selber meckern. So. Jetzt gehe ich ein bisschen weg. Seht ihr viel besser, ne? Als wenn ich so nah vorm Spiegel stehe. Ich möchte, dass die ins Waschbecken fallen. Große Priorität. So. Meine paar Stufen hier. So. Auch jetzt, wo die ganze Corona-Dings war hier, Friseure zu. Ich meine, jetzt haben sie wieder auf, zumindest hier in NRW. Ich weiß nicht, ob das jetzt überall ist. Ja, Bernd und Calvino konnte ich die Haare schneiden. Die hatten keine Probleme. Und auch ich, jetzt haben sie zwar wieder auf, aber ich schneide mir trotzdem die Haare selber. Ich habe mir auch sagen lassen, dass beim Friseur richtig viel los ist. Mit Schlange stehen draußen, mal rein darf man ja nicht. Seht ihr? Hier ist jetzt so eine fisselige Stelle, wo ich nicht so durchkämmen kann, wo dann so ein Knoten ist. Und ich hasse das, wenn die so zippelig sind. Deswegen alle paar Wochen einmal drüber schneiden. So. Und wenn andere sich die Spitzen schneiden, so zum Beispiel, wenn ich Calvino die Haare schneide, dann ist der ganze Boden voll. Der hat so dicke Haare, so unglaublich dicke Haare. Jetzt zeige ich euch, wie es aussieht, wenn ich mir die Spitzen schneide. So. Das nennt man doch nicht Haare. Das sind Fusseln, aber keine Haare. Ich habe so dünnes Haar. Doof, richtig doof. So. Zack, zack, zack. Da. Das lohnt sich nicht mal, dieses Zippelige dran zu behalten. So. Und jetzt muss es halt trocknen. Ich lasse meine Haare immer an der Luft trocknen. Von der Länge ist nicht wirklich was ab. Aber halt das Zippelige. Und hier vorne ist ein bisschen kürzer geworden. Ja, Strähnen muss ich auch neue machen, aber da muss ich mir erst neues Zeug holen. Und dann kann ich das wieder machen. Es ist jetzt schon eine Weile vergangen. Ich war eine Riesenrunde mit Smurfy spazieren und war mit ihm im Garten, denn ich habe, wie ihr seht, das ganze Auto vollgepackt mit Sachen für den Werkstoffhof. Der hat wieder auf hier bei uns und der macht jetzt oder hat jetzt schon auf, weil die haben ja immer so komische Öffnungszeiten und dann wollte ich das eben alles wegbringen, weil wir haben so einen großen Haufen Unrat im Garten und da habe ich gedacht, so nach und nach kann ich das wegbringen. Leider haben wir das riesige Auto nicht mehr, den Kangoo, weil das ist jetzt echt schon richtig voll hier und ich habe den Wagen ja gestern erst sauber gemacht und das war ein bisschen unklug, aber naja, habe schon schlimmere Sachen gemacht. Ich sehe gerade, der Kofferraum ist nicht richtig zu, da muss ich noch mal hin und mir zeigt er immer Reifendruck an, also ich muss unbedingt an der Tankstelle anhalten und den Reifendruck kontrollieren an einem Reifen. Gut, ich mache mal eben den Kofferraum. Ja, ich kann das ja auch nicht zugehen, ne? Na, es bleibt so. Und Test. So. Jetzt hört es zu. Ja, Reifendruck niedrig, sagt er, hinten rechts. Das wusste ich ja, aber Kofferraum scheint zu sein. Und das hier ist immer noch die Decke, die muss ich gleich unbedingt zum Kick wegbringen. Das mache ich nachher mit dem Bernd alles zusammen. Aber jetzt bringe ich erstmal hier die Sachen zum Wertstoffhof.
Der Smurfy, Etty, der ist total platt von unserer großen Runde und halt vom Garten noch. Der schläft jetzt erstmal schön. Bin jetzt am Betriebshof und wurde direkt angehalten, bevor man überhaupt drauf fährt auf diesen Wertstoffhof hier. Und man muss auch hier einen Mundschutz tragen. Und jetzt stehe ich hier in der Reihe und warte, dass ich dran komme. Es sind vor mir ganz viele Autos. Boah. 20 Stück bestimmt sind vor mir. Er hat gesagt, halt, solange ich im Auto sitze, kann ich den Mundschutz runter machen. Aber man muss ja dann gleich anhalten und sagen, was man im Auto hat. Und dann gucken die ja auch ins Auto und dann muss man auf jeden Fall Mundschutz tragen. Ja. Wahnsinn, wie viel die Menschen zu entsorgen haben. Ich habe früher immer total gerne in die Container geguckt. So, da gibt es auch so Container, wo man so Sachen reinbringen kann. So Töpfe, alte Töpfe und so. Da habe ich total gerne reingeguckt. Darf man die eigentlich mitnehmen? Weil manchmal sind da so schöne alte Oma-Töpfe. Oder so ein Emaillesieb wie von meiner Oma. Ich gucke gleich mal, ob ich da gucken darf. Und die mitnehmen darf. Smurfy habe ich Fenster aufgemacht. Der kann ein bisschen rausgucken. Es geht kaum voran. Also ich warte jetzt bestimmt schon 20 Minuten hier in der Schlange. Und es ist nur so, alle paar Minuten geht so 2-3 Autos weiter. Also es dauert echt ewig. Und es sind noch viele vor mir. Aber egal, ich habe ja noch Zeit. Ich muss in einer Dreiviertelstunde den Bernd abholen von der Arbeit. Dann erledigen wir unsere Sachen. Und ich glaube, das schaffe ich. Lass uns überraschen. Ja, und das ist dann immer, wenn ich zum Wertstoffhof fahre, so Sachen aus dem Garten wegfahre, guck, da kommt direkt hier die Spinne zu mir. Das ist auch noch so eine Springspinne, ne? Und ich will die nicht töten. Die ist weg, die ist da. Ah, die ist runtergesprungen. Ah, da ist sie. Da ist sie. Gut, dass es nicht weitergeht. Gerade hier. Komm her, Spinni. Ja, ich will dich retten. Ich will dich nicht töten. Spring raus. Spring raus. Los. Spring raus. Los. Wo ist sie? Da. Komm schon. Vielleicht geht's hier weiter. Und ich kann nicht fahren. Na, komm. Ja. Geht noch nicht weiter. Ja, sie ist draußen. So was ist ja was für mich, ne? So was kann ich ja gut gebrauchen. Spinnen im Auto. Insekten. Oh je. Was ich jedenfalls mache hier die ganze Zeit, um mir die Zeit zu vertreiben, ist dieses Video schneiden. Das ist nämlich das Praktische, wenn man am Handy filmt, dann kann ich das nämlich schon unterwegs schneiden. Gut, dass ich die da drunter gelegt habe, die Tüten. So, das war gratis. Weil Grünschnitt ist gratis bei uns. Ich weiß nicht, ob es in jeder Stadt ist. Und ich habe mit den Menschen geredet wegen Sperrmüll, weil wir auch Sperrmüll abholen lassen möchten demnächst. Und ja, läuft alles. Läuft, Leute. Die Entrümpelung läuft. Ich freue mich.
dass ich in diesen 7 Wochen, wo ich zu Hause bin, so viel geschafft habe, zu entrümpeln, zu streichen, das, was mich gestört hat in der Wohnung. Ja, und jetzt halt nach und nach diesen ganzen Unrat wegzubekommen. Super. Sehr müde. Wir müssen nachher unbedingt nach Kick nicht wegbringen, die Decke. Ja, warum hast du das noch nicht gemacht? Mich zeitlich nicht in meinen arbeitslosen Alltag integrieren können. Ja, nachher nur. Ich sag ja nur. Du gesagt hast? Mach ich vorher. Ja, aber da ich ja 1 Stunde fast anstehen musste am Betriebshof, worauf wartest du? Wo ist meine Sonnenbrille? Hier oben? Da im Auto. Da bellt ein Hund, sagt der Smurfy, hat er schon gehört. Ja, ich weiß. Nein. Los geht's. Kannst du bitte meine Zuschauer nicht belästigen? Mit deiner... Was suchst du jetzt wieder? Nichts, ich muss alles umstellen. Ja, können wir auch mit deinem kleinen Auto fahren. Ja, würde ich gerne. Kann ich mir hier schon mal so einen Bonbon nehmen? Ja. Ein Hexenheuler. Laune. Ich habe Hunger. Ja, du hast immer Hunger. Weißt du, wie ich mich gestern gefühlt habe? Ich warte den ganzen Tag auf meine Frau, will Frühstück mit ihr und dann isst sie alleine. Nördliche Gegend. Und um 19 Uhr immer noch hungrig. Muss die nur einkaufen. Knack dein Leid. Aber jetzt kommt jetzt schon wieder zurück. Erzähl von unserem Plan. Dein Plan. Mein Plan. Wir gehen essen. Wir sind eh gleich in der Nähe, da können wir auch unseren schönen veganen Burger und für Specki sein. Ja, schön fürs Volk. Wieso fürs Volk? Mehr Umsatzanteil. Ja, müssen wir doch. Wurde doch das deutsche Volk zu aufgerufen. Ja. Machen wir. Guck mal, die dicke Kartoffel, das bin ich bald. Hm. Bin ich. Du bist der Spargel, weil du bist voll dünn geworden. Du hast abgenommen. Ja, ich kriege ja auch nur noch Hummus zu essen. Kartoffeln. Du kriegst nur Kartoffeln mit Hummus und Lauch? Ja. Nein. Aber du hast doch auch Hunger, oder nicht? Doch, möchtest du der Außenwelt noch was mitteilen? Nein. Nein. Bernd hat sich eine neue Tastatur und eine neue Maus bestellt. 1.000 Euro. Gar nicht. Erzähl doch nicht. Die Leute glauben das. Hm? Und die probiert er gerade fleißig aus und ich habe in der Zeit Essen gemacht. Das ist voll viel Zeit vergangen eigentlich. Das erzähle ich erstmal, was alles passiert ist. Wir waren bei Mediamarkt, wollten wir eigentlich, wir waren aber dann nicht drin, weil davor war eine Schlange. Man musste Schlange stehen, um im Mediamarkt reinzukommen. Sind wir dann nicht reingegangen. Hat der Bernd gesagt, dann bestellt er sich das online, was er da brauchte. Und dann waren wir im Garten. Ich habe wieder diese Säcke voll gemacht, die ich zum Bauhof, Wertstoffhof gebracht habe, mit noch mehr Bambusschnitt und Kirschlorbeer und sowas alles. Die stehen jetzt halt noch im Garten. Morgen lade ich die ein, morgen früh. Und dann bringe ich die zum Wertstoffhof. Und was haben wir noch gemacht? Wir haben im Garten gegessen. Stimmt, wir haben im Garten gegessen. Und jetzt koche ich was Neues. Das ist von Chefkoch. Das ist einmal hier. Das ist so mit dicken Bohnen und Zucchini und Tomatensoße. Und hier ist Aubergine und Kartoffeln im Backofen. Und gleich kommt das zu den da drauf. Und da muss das 1 Stunde im Ofen oder so. Ich werde euch das Rezept mal unten verlinken. Das ist von Chefkoch. Und das ist auch mit Kartoffeln, aber nicht so viele. Da habe ich gedacht, weil ich noch im türkischen Supermarkt war, weil ich ja diese dicken, breiten Bohnen brauchte. So, jetzt zeige ich euch. Das ist dieses arabische Brot. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist total lecker. Bitte? Was sagst du? Salam, salam. Salam, salam. Das ist total lecker. Das kann man so auseinanderreißen. Und dann kann man das Gemüse, habe ich gedacht, so da reinmachen. Und dann
rollen, dass das so wie gefülltes Brot ist, damit man schön Kohlenhydrate dabei hat, die auch sättigen. Und ansonsten, ja, haben wir nichts mehr gemacht. Das war's. Aber der Nachmittag ist gut rumgegangen. Doch, wir haben den Reifen noch die Luft gemacht. An dieser komischen Shell-Tankstelle musste man 1 Euro reinschmeißen. Kartoffeleimer. Stimmt. Habe ich 20 Stück gemacht. Genau, wir haben ja diese Plastikeimer, das habe ich euch mal erzählt von diesem Imbiss, wo die halt immer Mayo und so, was ist das, 10 Liter, ne? Habe ich euch schon mal erzählt, die haben wir halt geschenkt bekommen und Bernd bohrt da zurzeit unten alles Löcher rein und macht Kartoffeln da rein, weil wir so viele Setzkartoffeln haben, so viel Fläche haben wir gar nicht. Und dann hat der Bernd noch 20 von diesen Kartoffeleimern gemacht, also halt Erde rein, Kartoffeln rein und einfach mal gucken, ob es was wird. Und ja, entweder wird es was oder nicht. Ja. Und ich würde dann das Video jetzt hier beenden. Das war ja, glaube ich, ein sehr langer Vlog, wenn ich das gleich alles zusammenschneide. Und ich bin im Moment wieder so in Vlogging-Laune. Wahrscheinlich nehme ich euch morgen auch wieder mit. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja, wahrscheinlich bis morgen. Tschüss!